Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr dabei helfen zu wachsen. Ihr bekommt auch jeden zweiten Tag ein neues Video mit mir. Heute geht es mal wieder um Produkte, die ich aufgebraucht habe. Und ich möchte euch natürlich gerne berichten, wie ich diese Produkte gefunden habe, ob ich sie mir wieder kaufen würde, was ich daran mochte oder ob ich vielleicht den einen oder anderen kleinen Kritikpunkt daran habe. Fangen wir an mit einem Produkt, das ich auf jeden Fall wieder kaufen würde. Das war echt in Ordnung. Das ist hier das 00 Aktivgel fürs WC. Ja, war absolut in Ordnung. Das habe ich mir mal bei Thomas Philips irgendwie ziemlich stark reduziert gekauft, weil ich irgendwie in den Drogerien hier meine üblichen WC-Ente-Produkte nicht bekommen habe. Und dann dachte ich mir, ach komm, nimmst du halt mal das mit. Das fand ich insgesamt wirklich ganz gut. Also der Duft war angenehm. Das war auch eine gute Reinigungswirkung. Also wirkte alles frisch und sauber. Ich fand nur die Farbe für meine Bedürfnisse nicht hundertprozentig passend. Das ist aber auch nur, weil ich so eine komische Farbmacke im Bad habe. Und zwar mag ich im Bad alles gerne blau. Ich weiß, das ist irgendwie so ein bisschen schräg, aber dieses Gel war halt einfach grün. Und das hat mich dann einfach so ein bisschen gestört. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie ja überbewerte, aber ich habe mir gedacht, so, ich hätte eigentlich lieber ein blaues Produkt. Ich weiß, das ist mega komisch, aber ich habe halt irgendwie für unterschiedliche Räume irgendwie einfach immer so Begebenheiten, die ich haben möchte. Im Bad muss halt alles irgendwie an Produkten blau sein. Hier in meinem Wohnzimmer möchte ich alles irgendwie an Möbeln und Dekoration irgendwie schwarz-weiß-rot haben. Ihr seht es vielleicht auch irgendwie hinter mir. Da ist halt dieses große Bild an der Wand. Mein Sofa ist rot, meine Regale sind weiß und haben hier irgendwie diese grauen Einschübe und so weiter. Also ich habe hier irgendwie so ein Farbkonzept drin. Und das stört mich, wenn da irgendwas durchbricht. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, das auf irgendwelche WC-Produkte auch zu übertreiben. Aber ja, das war so der einzige kleine Kritikpunkt an diesem Produkt. Ansonsten war es echt in Ordnung, würde ich halt auch definitiv wieder kaufen. Das nächste Produkt würde ich auf jeden Fall ebenfalls wieder kaufen. Grüße gehen mal wieder raus an die liebe Shay. Sie weiß warum, weil ich es ihr verdanke, dass ich das halt immer noch kaufen kann, weil ich es wahrscheinlich sonst nicht mehr gefunden hätte. Nämlich dieses wunderbare Sugar Scrub von Balea. Das ist ein ganz, ganz angenehmes, tolles Peeling für Gesicht und Lippen. Also da gehen ja da scheiden sich die Geister ja so ein bisschen, ob man halt so, so Fruchtsäure-Peeling das lieber mag oder mechanische Peelings. Ich mag auf jeden Fall halt im Gesicht dieses mechanische Peeling super, super, super gerne. Das ist mega angenehm. Also es riecht gut, es ist auf den Lippen auch sehr angenehm, weil es halt diesen diesen Orangengeschmack in Anführungszeichen hat. Und es hat auch einfach eine wahnsinnig tolle Wirkung. Also meine Haut fühlt sich danach an wie neugeboren. Ich mag es halt super, super gerne. Kann euch das total empfehlen. Zwei Anwendungen bei DM kosten 95 Cent und lohnt sich auf jeden Fall. Ich mache das einmal die Woche. Also reicht halt dieses 95 Cent Peeling für mich für zwei Wochen. Und ich bin so zufrieden damit und kaufe es halt deswegen immer wieder nach. Sehr, sehr oft gekauft habe ich auch bei Action diese Haarkur. Hier habe ich die We Stick Together Avocado und Kaktus Hair Mask. Mag ich ziemlich gerne. Die haben die Verpackung in letzter Zeit nochmal ein bisschen verändert. Also die sehen jetzt nicht mehr so aus, sondern da sind jetzt so Herzen drauf und sowas. Also habe ich auch schon gesehen und auch schon gekauft. Aber ich hatte halt, wie gesagt, bei Action halt sehr, sehr oft diese Haarmasken gekauft. Deswegen habe ich von der alten Verpackung halt noch ein paar Produkte bei mir in meinem Kosmetikschrank. Ich mag diese Haarmaske wirklich ziemlich gerne. Da sind 50 Milliliter drin. Reichen bei meiner Haarlänge etwa für zwei Anwendungen. Also wenn ihr kurze Haare habt, vielleicht sogar für drei. Wenn ihr sehr lange Haare oder sehr, sehr dicke Haare habt, vielleicht auch nur für eine. Aber ich habe halt so halblange Haare, die jetzt auch nicht so wahnsinnig dick sind. Deswegen reicht das bei mir locker für zwei Anwendungen. Kostet 85 Cent und ist auch eine sehr, sehr gute Haarmaske. Also meine Haare fühlen sich danach immer super weich an, lassen sich toll kämmen, haben einen schönen, gesunden Glanz. Also ich mag die wirklich sehr, sehr gerne. Und wenn ihr eine günstige Haarmaske sucht mit einer tollen Wirkung, seid ihr mit denen von Action wirklich sehr, sehr gut bedient. Ich habe mal wieder eine Tuchmaske probiert oder beziehungsweise angewendet. Ja, eigentlich probiert auch, weil das war aus einer Limited Edition, die ich dann natürlich auch immer sehr, sehr gern probiere. Die ist von Cadea Vera, der Eigenmarke von der Drogerie Müller. Und das hat mir ziemlich gut gefallen. Das ist die Lemon Squeeze Tuchmaske mit Zitronenextrakt und Hyaluronsäure.
war schön erfrischend, hat auf jeden Fall der Haut sehr, sehr gut getan. Also als ich die Maske dann abgenommen habe, habe ich gedacht, ach ja, meine Haut fühlt sich wirklich schön frisch und mit Feuchtigkeit versorgt. Dann hat mir echt ziemlich gut gefallen, glaube ich, aber kriege ich nicht mehr, weil das eine Limited Edition war, die schon einige Monate alt ist. Deswegen werde ich die wahrscheinlich nicht nachkaufen können. Aber insgesamt hat die wirklich einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Also wenn ihr mal nach Tuchmasken sucht und jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Rossmann oder DM fündig werdet, weil die haben nicht so eine große Auswahl an Tuchmasken und ihr vielleicht kein Action bei euch in der Nähe habt, wo es sehr, sehr viele Tuchmasken gibt, schaut auch mal bei Müller. Die haben halt durchaus eine relativ große Auswahl an Tuchmasken und durch die Limited Editions halt auch immer mal wieder ja wechselndes Angebot, wo garantiert jeder irgendwas findet, was den eigenen ja Bedürfnissen entspricht. Apropos Action-Tuchmasken, da habe ich nämlich auch noch eine von verwendet und die, zwar die Holy Guacamole Tuchmaske von The Beauty Depp. Das ist eine der Eigenmarken von Action. Die haben ja auch noch The Mask Doctor. Das sind Tuchmasken, die mir sogar noch ein Ticken besser gefallen. Die kosten 99 Cent, die hier kostet 59 Cent, ist also eine ganze Ecke billiger und gefällt mir auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also da ist das Vlies wirklich sehr dünn und sehr gut durchfeuchtet, hält also sehr gut auf dem Gesicht. Ihr kennt das vielleicht von einigen Tuchmasken, die ein sehr, sehr dickes Vlies haben. Also dass die dann relativ schnell antrocknen und sich dann gerade so hier im Kinnbereich schnell ablösen. Man hat dann halt so eine Art lustigen Kinnbart durch die Tuchmaske, gerade wenn das Vlies auch noch ziemlich groß geschnitten ist. Und das hier ist perfekt für ja meine Gesichtsgröße. Es ist toll durchfeuchtet, sehr dünn, haftet klasse und die Wirkung ist halt auch wirklich sehr, sehr gut. Also meine Haut fühlt sich nach der Anwendung von diesen Tuchmasken immer fantastisch an. Deswegen würde ich die euch ebenfalls sehr empfehlen. Dann ein Produkt, das ihr mir wahrscheinlich anseht, dass ich es verwendet habe, und zwar eine Haarkoloration. Da habe ich mich für die Oleo Intense von Syos entschieden. Die Haarfarbe 592, helles Rot. Also finde ich, ist mal wieder wunderbar schön intensiv geworden. Ist jetzt gerade noch wirklich praktisch an der ja, farbintensivsten und dunkelsten Variante, weil ich nach der Koloration jetzt noch bisher kein weiteres Mal die Haare gewaschen habe. Das ist erst am Dienstag wieder dran. Und ja, ich mag die Haarfarbe wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag ja auch die von, ja, von normalen Syos, also nicht die Olea Intense. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Die hat bei mir auch ziemlich gut funktioniert. Aber ich finde, die hier hat irgendwie noch einen Ticken mehr Intensität, was das Rot angeht. Und da ich ja halt diese recht farbintensive ja, Haarfarbe schätze, ist es für mich halt einfach sehr, sehr optimal. Also ich mag die total gerne. Und würde die auf jeden Fall auch wieder verwenden. Ich habe erst letztens jetzt von Got2B wieder die Haarfarbe gefunden, dieses helle Rot. Allerdings halt in einem Outlet-Store. Aber ich werde mal schauen, ob ich halt noch genauso damit zufrieden bin wie früher immer. Ansonsten weiß ich auf jeden Fall, dass ich auf diese Koloration zurückgreifen kann. Dann ist bei mir ein Duschgel leer geworden von Balea, das ja, mit Duschgel mit sommerlichem Duft nach Kokos. Das hat mir super, super gut gefallen. War halt auch so eine Sommer-Limited Edition halt, ja, mit Kokosduft. Ihr kennt mich, ne? Ich mag Kokosduft. Oh ja, das war schön. Ich mochte das sehr. Das, Moment, jetzt knackt es vielleicht wieder. Dann, also war ein ganz, ganz tolles Duschgel, das mir sehr gefallen hat. Ich mag ja Düfte sowieso super gerne. Ich mag zitrische Düfte, wie zum Beispiel Orange. Und ich mag halt auch Kokosduft richtig, richtig gerne. Und deswegen war natürlich dieses Duschgel für mich eine sehr, sehr gute Wahl. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Würde ich mir wieder kaufen, wenn ich es denn könnte. Aber Limited Edition ist höchstwahrscheinlich jetzt schon wieder aus der Drogerie raus. Ich meine, wir sind jetzt im September. Da kann ich nicht erwarten, dass ich die Limited Editions aus dem Sommer immer noch kriege. Höchstens vielleicht, wenn es noch mal irgendwelche Restposten gibt. Aber das hat auf jeden Fall mir sehr, sehr zugesagt. Aber es sind ja jetzt auch bei DM schon die ganzen Limited Editions für Herbst und Winter. Also mit so Vanille- und Nussdüften drin. Also deswegen, ja, werde ich nicht mehr kriegen. War aber ein sehr, sehr tolles Produkt. Dann ist bei mir Küchenrolle leer geworden. Da zeige ich euch noch die Umverpackung. Und zwar hatte ich eine Star Wars Küchenrolle, auch sehr, sehr speziell. Ich bin ja großer Star Wars Fan. Also ich schätze nicht alle Veröffentlichungen von Star Wars in gleichem Maße. Also die Originaltrilogie mag ich sehr. Die Prequel-Trilogie mochte ich nicht ganz so gerne, aber inzwischen, so im Laufe der Jahre, habe ich sie doch durchaus zu schätzen gewusst. Ich fand, die Sequels hatten durchaus ihre Schwächen, ein paar Stärken, wie zum Beispiel BB-8. Ich habe nämlich ein Herz für kleine, süße Droiden. Aber es gibt halt auch diese Serie The Mandalorian.
die seit einigen Jahren auf Disney Plus läuft. Und die mag ich auch wirklich ziemlich gerne. Und da gab es halt dieses Küchenrollenprodukt. Warum auch immer. Ich sag mal, ich verstehe auch bei vielen Merchandise-Produkten manchmal nicht so richtig den Sinn. Weil wenn ich an, ja, an Mandalorianer denke, denke ich nicht unbedingt an Küchenrolle. Also es ist, aber ich fand das einfach irgendwie witzig, weil es halt so absurd war. Also es gibt ja halt von Star Wars alles Mögliche an Merchandise, aber dann habe ich das gesehen, okay, ein Mandalorianer, der durch die Galaxie zieht und halt diesen kleinen Grogu beschützt. Das Erste, woran ich denke, ist Küchenrolle, eindeutig. Ne? Also, aber ich fand es halt witzig und deswegen, ja, hatte ich die jetzt und jetzt ist die auch mal leer geworden. Aber wollte ich euch halt auch zeigen, dass es halt auch sehr, sehr spezielle Merchandise-Produkte gibt, die man aber durchaus halt auch im Alltag sehr, sehr gut verwenden kann. Dann sind bei mir noch ein paar Reinigungstücher leer geworden. Hier auch von Cadea Vera, also der Eigenmarke von Müller. Das waren die erfrischenden Reinigungstücher mit Thermalwasser und Hyaluronsäure. Die haben mir so mittel gefallen. Ich fand, die waren ein bisschen zu trocken. Also kann natürlich auch sein, dass ich vielleicht einfach ein älteres Produkt hatte. Kann natürlich auch sein. Und ich fand die Reinigungswirkung jetzt nicht optimal. Ich meine, klar, Reinigungstücher sind zum Abschminken sowieso nicht optimal geeignet. Ich finde die eigentlich immer ganz gut, wenn man, ja, wenn es zum Beispiel spät geworden ist oder man es eilig hat, man unterwegs ist, irgendwie übers Wochenende weggefahren ist oder im Urlaub, dass man sagt, okay, bevor ich mich irgendwie gar nicht abschminke, nehme ich auf jeden Fall erstmal Reinigungstücher. Aber ich finde, es gibt halt bessere Reinigungstücher, unter anderem halt die mit Micellenwasser drin. Also da habe ich dann doch irgendwie das Gefühl, dass ich deutlich besser das Make-up runterbekomme. Ich versuche halt trotzdem dann irgendwie noch ja, zusätzlich zum Beispiel mit einem kleinen Mikrofaserpad und Wasser noch ein bisschen besser das Make-up runterzubekommen, aber grundsätzlich kann man die schon verwenden. Also ich sage mal, besser so ein Tuch verwenden als gar nicht abschminken, weil das sollte man seiner Haut definitiv nicht antun, halt unabgeschminkt ins Bett gehen. Und selbst wenn es noch so spät geworden ist oder die Party noch so feuchtfröhlich geworden ist, auf jeden Fall wenigstens einmal zu so einem Tuch greifen und das Gröbste runterwaschen, das muss man seiner Haut auf jeden Fall gönnen. Ja, die gesagt, würde ich wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, weil es da einfach noch bessere gibt. Und preislich waren jetzt, glaube ich, auch nicht so günstig, dass ich sage, da würde ich dann halt das verzeihen, in Anführungszeichen, dass sie nicht optimal reinigen. Die waren halt doch schon ein bisschen teurer als zum Beispiel die Abschminktücher, die es bei Rossmann oder bei DM gibt. Dann habe ich noch ein weiteres Produkt aufgebraucht, das ich auch irgendwie zum Abschminken verwende, und zwar Wattepads. Hier hatte ich die diesmal ebenfalls von Müller gekauft. Die verwende ich halt für unterschiedliche Dinge, also hauptsächlich für Toner. Ich verwende ja morgens und abends immer noch einen Toner. Da kommt immer so ein Spritzer auf ein Wattepad und ich ja, gebe meiner Haut immer noch mal diesen extra Kick durch den Toner und das hat funktioniert bei meiner Haut ganz wunderbar. Die fühlt sich viel, viel ja, reiner und irgendwie besser, auch noch irgendwie gepflegter an, wenn ich das tue. Und deswegen brauche ich halt auch Wattepads. Ich habe irgendwie meinen Wattepad-Verbrauch trotzdem ziemlich zurückgefahren, weil ich sonst zum Beispiel auch zum Nagellack entfernen Wattepads verwendet habe. Aber da habe ich inzwischen diese, ja, diese Fläschchen, wo man den Finger reinsteckt. Also deswegen verwende ich die da schon nicht. Oder ich hatte auch viel zum Abschminken an sich, dass ich da irgendwie Reinigungsmilch drauf gemacht habe und dann übers Gesicht gegangen bin. Das mache ich inzwischen zum Beispiel gar nicht mehr. Deswegen hält bei mir so eine 100er oder 120er Packung Wattepads wirklich sehr, sehr lange. Und ja, deswegen tauchen die auch nicht allzu oft in meinen Aufgebraucht-Videos auf, weil ich die halt einfach sehr, sehr lange verwende und halt auch wirklich ja bedacht damit umgehe, dass ich nicht allzu viele von diesen Einwegprodukten verwende. So, das waren die Produkte, die ich in den vergangenen Tagen und auch Wochen aufgebraucht habe. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video. Ich freue mich schon total auf euch. Bis dahin, eure Ramis.